Starten wir mit der Berechnung der Anlagenintensität und der Umlaufintensität. Sie sehen hier einmal dargestellt die Bilanz für das Jahr 2017 und für das Jahr 2018 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für 2017 und 2018. Die Aufgabenstellung hier ist es jetzt, die Anlagenintensität und die Umlaufintensität zu berechnen. Wenn Sie zuerst einmal selbst probieren möchten, dann drücken Sie hier bitte einfach an dieser Stelle auf den Pause-Button. Gehen wir weiter zur Auflösung. Die Anlagenintensität wird berechnet, indem wir das Anlagevermögen durch das Gesamtvermögen dividieren und mit 100 multiplizieren. Die Berechnung sehen Sie hier dargestellt, also wir brauchen zuerst einmal das Anlagevermögen. Das Anlagevermögen besteht hier aus den Fahrzeugen und der Geschäftsausstattung. Wenn wir dann die Anlagenintensität für 2018 berechnen möchten, müssen wir einmal die Fahrzeuge und die Geschäftsausstattung summieren. Somit kommen wir dann hier auf 282 in Summe und das dann durch die Bilanzsumme dividieren. Also dividiert durch 1004 und dieses Ergebnis dann mit 100 multiplizieren. Und somit kommen wir dann auf eine Prozentzahl von 28,1. Das bedeutet nichts anderes, dass aus dem Gesamtvermögen oder 28,1% aus dem Gesamtvermögen oder vom Gesamtvermögen dem Anlagevermögen zuzuschreiben ist. Also 28,1% unseres Gesamtvermögens ist langfristiges Vermögen.